Ja, einen schönen guten Morgen aus Berlin. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg unterwegs im Moment auf der AWUS. Ich fahre zu einem ganz besonderen Treffen heute, zu einem Termin, auf den ich mich schon jetzt sehr, sehr freue. Es geht um die Energieversorgung, zum Beispiel hier von diesem Elektroauto, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Elektromobilität sprechen, woher kommt unser Strom. Und hier hinten auf meiner Heckscheibe, hier so über meinem Zeigefinger, da könnt ihr lesen, da habe ich nämlich so einen kleinen Werbeaufkleber von meinem Stromversorger drauf, da steht mich treiben Wind und Wasser an und genau das möchte ich heute nämlich mal ausprobieren. Ich will nämlich heute mal die Zoe direkt mit Windstrom laden. Also nicht irgendwie Windstrom, den ich über meinen Ökostromversorger einkaufe und der mir dann über keine Ahnung wie viele Kilometer nach Hause geliefert wird, sondern ich möchte wirklich mal heute direkt Windstrom direkt von einer Windkraftanlage hier laden. Und ich nehme euch mit, ihr seid dabei, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ihr habt es vielleicht in unserem Logo auch gesehen und ich habe auch heute mein IGE-MBB-Shirt an. Ich weiß, der Name unserer Interessengemeinschaft ist katastrophal, aber wir haben bisher einfach noch nichts Besseres gefunden. Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und auf unserem Logo, und das habt ihr auch gerade eben im Video gesehen und auch hier auf meinem Shirt, da ist ja ein Elektroauto drauf und eine Sonne und auch eine Windkraftanlage hier. Ja? Und das ist ja genau das, was wir wollen, nämlich unsere Elektrofahrzeuge, soweit es irgendwie geht, heute schon mit 100% Sonnenenergie und Windenergie laden. Okay, ich bin aufmerksam gemacht worden von einem unserer Mitglieder auf eine Firma in Berlin mit dem Namen Andries. Und Andries, der Name Andries, hat ja schon diesen Begriff Brise, also Wind in sich. Und Andries ist eine Firma, die eine ganz außergewöhnliche Windkraftanlage entwickelt hat, die ich mir heute angucke. Und zwar, ich will noch gar nicht so wahnsinnig viel verraten, denn ich bin auf dem Weg dorthin. Ich muss heute nach Marzahn, das heißt, ich wohne ja im Südwesten Berlins und muss jetzt einmal so ein bisschen über die AWUS quer durch die Stadtautobahn Richtung Marzahn fahren. Ich kenne Marzahn nicht besonders gut, alle die in Marzahn wohnen, mögen mir das verzeihen, aber ich freue mich darauf, den Bezirk heute mal ein bisschen von dieser Seite kennenzulernen. Natürlich hat man, wenn man Marzahn hört, immer im Kopf Hochhäuser, 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 aber das stimmt gar nicht. In Marzahn gibt es deutlich mehr als Hochhäuser, unter anderem auch diese Windkraftanlage, die ich mir heute angucken werde. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit auf die Fahrt dorthin und ich brauche noch ungefähr so eine gute halbe, dreiviertel Stunde, bis ich da bin. Genießt einfach einen Augenblick die Fahrt und ich melde mich wieder, wenn ich vor Ort angekommen bin. So, ich bin jetzt angekommen hier in der Marzahner Straße 29 und hinter mir habt ihr schon gesehen, zeige ich euch auch gleich nochmal genauer. So, jetzt könnt ihr es sehen. Genau, da ist es nämlich, da wollte ich hin. Da ist die Andries 15, die Windkraftanlage, die hier mitten in Berlin steht, mitten im Industriegebiet. Ich mache gleich mal so einen Schwenk hier außenrum, damit ihr mal sehen könnt, wie das hier so aussieht, wo ich jetzt hier gerade stehe. Also das ist ein Industriegebiet, mitten in Berlin. Ich kletter mal hier so ein bisschen drauf, habt ihr mal so einen Überblick, wie das hier so aussieht. Schwenke mal hier so langsam drumherum. Wir haben auch ganz guten Wind heute und das war natürlich eine der Voraussetzungen, dass wir den Dreh heute hier machen. Nämlich, dass wir Wind haben, denn was soll eine Windkraftanlage, die sich nicht dreht? Und jetzt zeige ich sie euch mal hier schon mal vorab. Wir werden ja gleich noch eine ganze Menge Informationen darüber bekommen. Und das Erste, was mir auffällt, das Ding ist super leise. Es ist überhaupt nichts zu hören.
Man hört nichts von dieser Anlage. Das ist also ganz fantastisch. Und ihr seht hier schon unten die Aufstellung der Anlage, das Fundament und die Abspannung. Daneben seht ihr den so einen blauen Container. Ich gehe mal davon aus, dass dort wahrscheinlich die Übertragungs- und die Umspanntechnik drin ist. Und das ganz Außergewöhnliche, das seht ihr natürlich jetzt hier auch schon, nämlich hier wird bereits ein Elektroauto geladen. Das ist ein Peugeot Ion, ein weißer, der einem unserer Mitglieder gehört. Der Thomas, der kommt bestimmt auch heute noch ins Bild. Wollen wir mal gucken. Und er hat hier seinen Ion schon angeschlossen. Und wenn ich mal so ein bisschen dem Kabel folge, dann komme ich hier dahin, genau, zu einer Wallbox. Und an dieser Wallbox will ich natürlich auch meine Zoe dann gleich mal anschließen. Wenn das hier losgeht und wenn wir ein bisschen was erfahren haben über diese Windkraftanlage. Jetzt gehe ich nochmal mit der Kamera so ein bisschen nach oben. Jetzt ist gerade der Wind ein bisschen schwächer geworden. Das merkt man auch gleich, dass die Anlage ein bisschen langsamer dreht. Okay, das soll erstmal so der erste Eindruck gewesen sein. Ich werde jetzt mal die Zoe anschließen. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch mal den Geschäftsführer von Enbreeze vorstellen. Und bei mir ist jetzt der Herr Fischbach. Hallo Herr Fischbach, grüße Sie. Hallo, guten Tag. Genau, Herr Fischbach. Und Sie sind ja sozusagen, ja nicht sozusagen, so ein bisschen der Vater der Enbreeze. Richtig, ja. Genau, okay. Aber das, bevor wir uns darüber unterhalten, gehen wir jetzt mal zur Zoe und schließen die Zoe mal gemeinsam an. Sehr gerne. Genau. Ich habe gehört, Sie kriegen auch demnächst eine Zoe. Dann genau. Können Sie jetzt gleich schon mal üben, wie man das Ding lädt. Richtig. Können wir gleich das Kabel nehmen. Wie viel Leistung hat die Wallbox? Die Wallbox jetzt hier, das ist die 3, also eine einphasige. Genau, die einphasige. Okay, das ja, macht davon. Nichts, alles gut. Genau. Genau, dann einfach rein damit, wunderbar. So. Perfekt, so, es klackt. Sieht schon mal gut aus. Und jetzt gehen wir mal einfach rum auf die andere Seite, gucken mal ins Auto, weil jetzt kommt ja der entscheidende Augenblick. Und es geht los. Ihr könnt das, denke ich, sehen. Die Zoe lädt 100% Windstrom, würde ich mal sagen. 100% Berliner Luft. Genau. 100% Berliner Luft im Tank. Wunderbar. Super. Herr Fischbach, wollen wir uns mal so hindrehen, dass Sie nicht zu sehr in die Sonne gucken müssen. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was über die Enbreeze. Ja, Enbreeze gibt es mittlerweile schon seit 10 Jahren. Mhm. Wir haben 2009 eigentlich mit der Entwicklung von einer ganz kleineren Anlage angefangen, eine 1,5 kW Anlage, für den Häuslebauer, den Gartenbetrieb zu Hause. In dem Zug haben wir auch schon die Technik, das Regelungssystem der Anlage so weit entwickelt, wie es auch jetzt in der größeren Variante verbaut ist. Wir haben aber da sehr schnell gemerkt, dass bei dieser Größe der Markt nicht zwingend da war und auch halt die Nebenkosten, wenn es in Richtung Inbetriebnahme ging und Tiefbauarbeiten, Genehmigungen, da sehr viel Probleme gestanden. Deswegen haben wir dann 2015 uns nochmal auf den Markt neu platziert und mit der 15 kW Anlage quasi eine größere Variante zu machen, um halt auch, wenn man diese Genehmigungsbedingungen und auch die Nebenkosten halt immer mit sich führen muss, tatsächlich dann auch den maximalen Strom damit erzielt. Die Anlage ist halt spezifisch für Schwachwindgebiete ausgelegt. Das sieht man jetzt auch hier. Ich schwenke mal einfach zwischendurch so ein bisschen rüber. Sie können ganz entspannt weitererzählen. Also mitten im Industriegebiet würde man jetzt eher mal sagen, dass es nicht ein optimaler Windstandort ist. Gut, wir haben natürlich jetzt heute relativ viel Wind. Ja. Aber die Anlage hat gestern über mehrere Minuten konstant 15 kW. Produziert. Gestern war ein sehr windiger Tag. Mhm. Heute Morgen hatten wir schon mal 10, 11 kW Leistung. Das können Sie drin irgendwo überwachen? Genau, wir haben dann eine Visualisierung, also webbasierte Visualisierung, wo man dann von überall drauf zugreifen kann. Wir können auch nachher mal in den Container vielleicht reingehen, super, da sehen gerne, wir auch, können wir direkt ablesen, was wir gerade aktuell produzieren. Genau, was Enbreeze dann halt wirklich dann gemacht hat, in den letzten Jahren diese Anlage so zu entwickeln wie Großwindkraftanlagen. Also es gibt ja Kleinwindkraftanlagen, einige auf dem Markt, einige, die halt wirklich jetzt von der Qualität jetzt nicht so ausgereift sind. Yeah. Und da wollten wir uns halt von denen halt absetzen. Yeah. Was wir gesagt haben, wir haben jetzt eine Anlage, die auch nach 20 Jahren genauso funktioniert wie im ersten Jahr. Und dass wir dem Kunden halt eine gewisse Sicherheit geben, auch mit der Windkraftanlage. Und genau, wir haben dann halt jetzt Anfang 2018 die marktreife Anlage, sprich in der Größe knapp 20 Meter Nabenhöhe, 15 kW Leistung.
fertig bekommen und sind halt jetzt mitten in der Vertriebsphase, wo wir dann das ganze Produkt auf den Markt bringen und die Kunden Richtung Landwirtschaft, kommunale Institutionen, also Klärwerke, Kläranlagen, also überall da, wo wirklich der Strombedarf hoch ist und die Anlage im besten Fall zu 95% Eigenverbrauch dienen kann. Okay. Also Einspeiseanlage ist es in der Größe nicht, das ist nicht wirtschaftlich zu betreiben, weil wir auch diese Einspeisevergütungen kriegen, wie große, sehr, sehr gering. Ja. Das heißt, man muss schon dann gegen den Stromeinkaufspreis die Kosten gegenrechnen, um so eine Kleinwindkraftanlage wirtschaftlich zu betreiben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schwenke einfach nochmal rüber, damit ihr das besser sehen könnt, an zum Beispiel unser Freibad in Kleinmachnow denke, die haben alleine mehrere Pumpen. Die haben eine konstante Stromaufnahme von 44 kW. Da könnte man also locker ein bis zwei von diesen Dingern hinstellen und würde im Prinzip praktisch 100% des Stroms selber verbrauchen. Richtig, genau. Das ist sozusagen das Businessmodell von der Anlage. Genau, umso mehr man Richtung 100% oder so höher man Richtung 100% Eigenverbrauchsquote geht, umso wirtschaftlicher. Natürlich hängt es dann auch immer vom Stromeinkaufspreis ab, was man gerade zahlt. Ja. Aber mittlerweile sind wir auch bei größeren Gewerbe schon eher Richtung 20 Cent pro Kilowattstunde als Richtung 10 Cent. Super. Und genau, das ist halt der perfekte Anwendungsfall, weil man sich dann auch noch das Lastprofil dann von dem Kunden oder von dem Anwendungsfall anschaut und dann noch von der Lastmanagement-Seite vielleicht nochmal ein bisschen was macht, dass man sagt, wenn jetzt viel Wind ist, dann schmeißen wir die Pumpen an, dass man auch Autarkiegrad relativ hoch bekommt. Das ist dann natürlich die Optimierungsphase, die kann man dann nach und nach, wenn die Anlage besteht, dann halt noch angehen. Super. Ich habe es euch ja schon gezeigt, hier hängt also eine sehr schöne Mennekes Wallbox, an der ein Elektroauto hier auch geladen werden kann. Finde ich auch sehr schön, dass hier das Kabel gleich angeschlossen ist, weil das macht es einfach super einfach. Herr Fischbach, was war denn so die Idee, hier eine Wallbox hinzustellen? Es war eigentlich der Grundgedanke, ist, dass also wir als Enbreeze, wir sitzen hier mit dem Bürogebäude im ganzen Komplex hier mit der Elpro GmbH zusammen, die Autoflotte auf Elektro umzustellen nach und nach. Und natürlich, wenn jetzt schon hier so eine Anlage steht, man braucht natürlich jetzt nicht zwingend eine Kleinwindkraftanlage, eine Elektrotankstelle zu betreiben. Aber das würde dann wirklich so der Image oder der Standpunkt dann halt widerspiegeln, dass wir halt wirklich was Richtung Energiewende halt auch unternehmen und zu sagen, wir können hier an unserem Standort auch unsere Fahrzeuge mit Berliner Luft dementsprechend tanken. Große, Entschuldigung. Genau, und das war halt dann, wie gesagt, der erste Gedanke zu sagen, wir fangen jetzt mit so einer kleineren Box an. Natürlich kann man das jetzt beliebig groß erweitern noch, im besten Fall, also das ist auch geplant, dass wir das jetzt noch mit einem Batteriespeicher nachrüsten, dass wir auch die erzeugten Strom direkt hier speichern und dann auch in die Autos halt tanken können. Und das wollen wir dann jetzt nach und nach weiterentwickeln. Ja, okay. Finde ich eine ganz großartige Sache. Die großen Windkraftanlagen sind ja alle häufig, also mindestens an Mittelspannung angeschlossen. Wie ist die Anlage angeschlossen? Auf welcher Spannungsebene? Die ist jetzt auf 400 Volt. Also auf Drehstrom. Genau, auf Drehstrom. Der Umrichter, das sehen wir auch nachher noch im Container, der richtet dann das halt wieder um auf 230 Volt auf 50 Hertz. Ja. Das heißt, da sind wir dann relativ flexibel, ob wir jetzt diese 400 Volt nehmen oder die Zwischenkreisspannung vom Umrichter bei 580 Volt oder dann das gerichtete, die gerichtete Spannung auf 230 Volt. Das heißt also, dass diese Wallbox hier, die ihr hier jetzt hier seht, wirklich direkt an der Windkraftanlage hängt und wenn sie Strom erzeugt, auch direkt der Strom dann hier rüber kommt. Es geht einmal eine Schleife um den Zähler herum. Um den Zähler herum. Genau, okay, wegen Eigenverbrauch. Alles klar. Genau. Okay, super. Aber jedenfalls ist das jetzt mal ein Beispiel hierfür. Das habe ich euch schon vorhin in der Anmoderation kurz gesagt, dass ich hier den Windstrom quasi auch physikalisch direkt geliefert bekomme und einladen kann, wohingegen ich ja beim Ökostromversorger zwar vielleicht Windstrom einkaufe, aber den halt physikalisch nicht geliefert bekomme. Okay, super. Dann warten wir mal auf den Schlüssel und dann gucken wir rein. So machen wir's. Alles 15 Sekunden gemittelte Wert. Okay, alles klar. Herr Fischbach, fangen wir doch mal hier an der Stelle an. Das sieht aus wie ein Hausanschlusskasten zu Hause. Ist es letztlich das gleiche oder ist noch irgendwas Besonderes hier? Das ist ein ganz normaler Zwei-Richtungszähler. Das heißt, dass wir einmal wissen, was die Anlage erzeugt hat und einmal was dann auch im gleichen hier im Elpro. Also das ist der Hausanschluss, läuft direkt hier ins Elpro-Gebäude. Das heißt, der gesamte Strom, den wir hier erzeugen, von der Tankstelle bis zum Bürogebäude, wird alles selbst hier verbraucht. Okay, alles klar. Genau, und dann haben wir halt die unterschiedlichen Werte. Hier haben wir gerade den Tagesertrag, also bei 18 Kilowattstunden. Jawohl, wir haben es jetzt, guck mal auf die Uhr, kurz vor 11, also ist schon einiges gelaufen heute. Genau, und das wechselt dann halt dementsprechend jetzt durch, was wir dann... Genau, und gemittelte Leistung haben wir 8 kW vorhin gesehen. Genau, als mittlere Leistung. Okay, sauber.
Genau, und dann haben wir, was jetzt gerade hier so alles so laut ist, drumherum, sind eigentlich nur die Lüfter vom Container. Ja. Also das heißt, dass es im Container hier nicht zu warm wird. Eigentlich kommt mit der Anlage nur dieser Schaltschrank, der auch am Fundament platziert wird. Ja. Das ist jetzt hier so ausgelegt, weil wir ja vorhin auch gesagt haben, dass wir im zweiten Schritt dann noch einen Batteriespeicher hier anbringen wollen. Dann dafür ist der Platz halt hier noch freigegeben, dass wir hier auch einmal das komplette System dementsprechend zeigen können. Okay. Also vom Umrechner dann zum Batteriespeicher, vom Batteriespeicher zur Elektrotankstelle, dass man das System auch zeigen kann und das eben der Container ein. Okay, was befindet sich jetzt hier drin? Das ist unsere Umrichtertechnik. Ja. Also das heißt, wo es dann dementsprechend auch netzkonform gerichtet wird, das Signal. Also von unseren 400 Volt auf die 230 Volt. Also ich sag mal einfach gesagt, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt. Das ist im Prinzip das, was ich als Wechselrichter bei einer PV-Anlage zu Hause habe, hier ein bisschen größer ausgelegt. Genau, richtig. Das ist hier in dem Fall ein bisschen größer ausgelegt. Ja. Wie gesagt, das ist dann der Motorwechselrichter und das Netzfiltermodul. Ja. Unsere Steuerung, die Sicherung, Blitzschutz ist alles damit drin. Okay. Verbaut, wo man dann auch mit dem Fernzugriff halt dementsprechend auf das PS und dazu greifen kann und auch auf die Visualisierung, dass man dann nach Kundenwunsch kann man hier in diesem Umrichterschrank auch noch eine direkte Visualisierung an der Außenwand hier anbringen, also dass man hier direkt sieht, so eine Statistik, was man heute erzeugt hat oder was man die Woche erzeugt hat. Und aber prinzipiell ist er eigentlich für die Außendarstellung, Aufstellung quasi ausgelegt, dass man den direkt aufs Fundament mitstellen kann. Genau, also das Ding muss nicht im Container stehen, sondern das Ding kann problemlos auch draußen stehen. Ja, Container ist jetzt nur, weil jetzt hier noch praktisch der Batteriespeicher dann einkommt. Okay, hier drüben nehme ich mal an, ist der Hauptnetzanschluss. Genau, richtig. Das ist jetzt das ist sogar das Leistungskabel, was direkt vom Generator kommt. Ach so, okay. Also hier kommt es praktisch direkt von der Windkraftanlage rein. Der Strom rein. Ah, alles klar. Und das geht dann dementsprechend hier rein und geht auf der anderen Seite dann wieder raus, wo man dann. Alles klar. Okay. Das halt so geht. Sehr, sehr spannend. Genau, hier haben wir halt noch ein bisschen zusätzliche Messtechnik halt noch mit drin. Das sind aber ganz normale Messsensoren, die wir oben haben, für die Funktionalität der Anlage zu überprüfen. Und auch mit dem 4G-Modul, dass man das auch aus der Ferne alles überwachen kann. Genau. Und hier sehe ich auch was Schönes, nämlich noch so ein CEE. Da könnte man auch nochmal dran laden. Zur Not. Super, okay. Ja, und ich habe vorhin schon gehört, Schlüssel fertig um die 100.000 Euro. Richtig, genau. Also was statt dem nächsten Tesla kauft man sich einfach so eine Enbreeze? Ist denn eigentlich auch, ich meine, ist klar, Sie fangen jetzt erstmal mit der Anlage, nehme ich mal an, so richtig an, die zu vermarkten. Aber gibt es im Haus auch schon überhaupt die Idee, größere Anlagen zu bauen? Oder ich will nicht diesen Gigantismus, der sich dann immer weitersetzt, 15, 30, 60, sondern die Anlage hat ja schon seinen Sinn mit diesen 15 kW. Aber wie sind da so die internen Planungen? Also das ist, Frage kommt oft, das ist schwierig. Also wie gesagt, wir haben jetzt fast 9 Jahre, oder sagen wir an diese Anlagengröße, jetzt 6 Jahre entwickelt, um für diese Anlagengrößen 15 kW auch auf der Nabenhöhe die optimale Leistung auszuziehen. Ja, ja. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir skalieren die Anlage jetzt auf 50 kW Leistung oder 100 kW Leistung hoch, dann haben wir ganz andere Randbedingungen. Ja, ja, wir haben mehr Wind, wir haben andere Verhältnisse und das ist nicht so schnell gemacht. Ja, also Baurecht ändert sich alles. Genau, richtig. Und das ist halt wirklich, also unser Hauptansatz war halt wirklich zu sagen, dass wir unter den 30 Meter bleiben, den vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und da den maximalen Energieertrag rauszuholen. Wenn wir jetzt sagen, wir würden aus der Anlage, sagen wir vom Rotor eine 30 kW Anlage machen, dann muss man wieder auf andere Höhen gehen. Ist klar. Und dann fällt man wieder aus dem vereinfachten Baugenehmigungsrecht raus und dann ist man eventuell schon in ausgeschriebene Flächen und dann baut man nicht mehr eine 50 oder eine 80 kW Anlage, sondern baut man eine MV-Anlage. Das sieht man ja jetzt auch bei der Entwicklung der großen Anlage. Das heißt, ich höre jetzt heraus, die Anlage ist quasi fertig entwickelt. Optimierungen wird es wahrscheinlich immer geben. Gibt's und Sie immer. Konzentrieren sich wahrscheinlich eher auf das Thema Batteriespeicher anbinden, genau, diese die ganzen Lösungen. Geschichten die Lösungen und drumherum. Und die Sektorenkopplung. Ja, also sehr gut. Wir haben jetzt die Anlage, ist jetzt, also wir sind jetzt bei der Auslegung, also was wir jetzt gesehen haben, ist ja die Umrichtertechnik für den netzstabilen Anschluss, also wenn das Netz angeschlossen wird. Wir sind jetzt kurz vor der Fertigstellung der Off-Grid-Anlage, also dass man wirklich auch die Standorte elektrifizieren kann, wo noch gar kein Strom ist. Mhm. Und das sehen wir halt auch noch als Riesenmarkt. Also auch mit der Anlagengröße tatsächlich auch die Menge an Strom dahin zu bringen, wo man auch mehrere
Häuser oder Dörfer sogar halt mit Strom versorgen kann. Und das ist halt für uns auch eine eher die Weiterentwicklung, zu sagen, wir optimieren die Anlage in der Größe jetzt immer weiter. Wenn wir natürlich jetzt aus dem deutschen Markt rausgehen und die Genehmigungsverfahren jetzt nicht auf diese 30 Meter basiert sind, dann können wir auch sagen, wir bauen jetzt einen 40 Meter Turm und stellen die Anlage oben drauf, um den Energieertrag noch ein bisschen zu maximieren. Aber dann halt auch in der Sektorenkopplung als Hybridsystem, also mit der PV-Anlage, Batteriespeicher, jetzt die Elektrotankstelle dahinter ist als Verbraucher, also einen Verbraucher findet man ja immer. Und von daher ist das halt eher unsere Weiterentwicklung, geht es halt um die Sektorenkopplung. Okay, eine Sache, die mir gerade noch so eingefallen ist, ich hatte ja vor einer ganzen Weile, ihr habt es auch im Video gesehen, mal ein Wasserstofffahrzeug zum Test gehabt und bin ja in Potsdam gewesen bei der Wasserstofftankstelle und da wird ja der Wasserstoff direkt an der Tankstelle gewonnen, also mit einem Elektrolysator, der dort sozusagen vor Ort steht. Wäre das vielleicht auch ein Anwendungsfall, dass man sozusagen an der Tankstelle, wo immer das ist, auch sozusagen sich noch so eine Anlage mit dazustellt, um direkt vor Ort grünen Strom zu gewinnen? Genau, richtig. Also das ist, wie gesagt, das übergeordnete Thema Power to X. Ja. Also wo es jetzt nachher, was für einen Stoff wir dann nachher erzeugen oder weiterverarbeiten oder umwandeln quasi, das sei jetzt dahingestellt. Okay. Also wenn das, natürlich muss man auch immer schauen, Wasserstoffherstellung 15 kW, das ist von der Leistung ein bisschen wenig. Also da müssen wir dann schon mehr, aber trotzdem ist das ganz sicher ein Ansatz, dass man sagt, man hat kleinere Systeme oder kleinere Aufbereitungssysteme, die man auch mit 15 kW betreiben kann. Okay. Also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Da muss man halt nur schauen, wie jetzt die Entwicklung da weitergeht und man sich auch mit der Leistung dann dahin kommt. Ja, klasse. Ja. Herr Fischbach. Dann wünsche ich Ihnen für das Projekt und für das ganze Team alles Gute. Vielen Dank. Ich finde es eine tolle Sache. Ich denke mir vorstellen, dass wenn jemand hierher kommt, sich das angucken möchte, er immer ein offenes Ohr findet bei Ihnen. Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht auch mal laden darf zwischendurch. Ja, genau. Müssen wir uns dann über die Kosten unterhalten. Ja, natürlich, Nein, alles gut. Ja. Okay, dann werde ich jetzt sozusagen zum Abschied hier nochmal so einen Schwenk nach oben machen, dass ihr nochmal sehen könnt, die Anlage läuft nach wie vor. Ich sag mal sozusagen jetzt von hinter der Kamera, vielen Dank an Herrn Fischbach, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch. Und wie gesagt, euch und dem ganzen Team alles Gute. Vielen lieben Dank. Ja, das war unser Besuch hier, mein Besuch bei Enbreeze, bei der Enbreeze Windkraftanlage, 15 kW, Spitzenleistung. Ich konnte einiges laden, muss man meinen Navi kurz leiser machen, konnte sogar einiges an Strom laden in der Zeit. Wir haben ja ein bisschen uns länger unterhalten, als ich hier gefilmt habe und ihr jetzt gesehen habt. Aber ich bin wirklich absolut fasziniert von dieser ganzen Geschichte, von dieser Anlage. Wir haben die ganze Zeit, lief die Anlage, wir haben unten nichts davon gehört. Es war absolut Totenstille. Klar, die Geräusche in dem Betriebscontainer, aber von der Anlage selber, wenn man draußen steht, ist wirklich absolut überhaupt nichts zu hören. Und diese Kombination, ich zeige euch jetzt nochmal so ein Abschiedsbild, ich nehme nur mal das Handy hier kurz raus. Ja, da könnt ihr es nochmal sehen. Diese Kombination einfach hier, da oben entsteht der Strom, einfach aus Wind, aus Luft, ja. Und da fließt er ins Auto. Also, wer mir jetzt noch erzählt, dass Elektroautos nur mit Kohlestrom fahren, ja, weiß ich nicht. Der hat entweder irgendwie eine Portion Lack getrunken oder will das nicht oder kriegt Geld dafür, dass er es irgendwie schlecht redet. Großartige Sache. Ja, machen wir vielleicht nochmal ein kurzes Fazit. Ja, viel ist eigentlich nicht mehr zu sagen. Das Wichtigste ist eigentlich jetzt schon in dem Video, habt ihr schon mitbekommen. Ich glaube, das ist eine unheimlich spannende Angelegenheit, solche, ich nenne sie mal Kleinwindanlagen. Kleinstwindanlagen sind ja so Anlagen, die so bis ungefähr 2, 3, vielleicht 5 kW sind. Und das ist ja jetzt schon hier eine richtige Kleinwindanlage. Richtig heißt, sie erzeugt wirklich schon in großen Mengen Strom, den man auch wunderbar entsprechend verwenden kann. Zum Beispiel, um ein Elektroauto zu laden oder auch zum Beispiel, um andere Dinge mit Strom zu versorgen, in einem kleinen Industriebetrieb zum Beispiel. Ein Schwimmbad ist so ein Thema, wo Pumpen laufen, Tankstellen, die damit Strom erzeugen. Vielleicht auch in Zukunft die lokale Erzeugung von Wasserstoff mit solchen Anlagen, wo vor Ort, ich fahre jetzt hier gerade an, könnt ihr es nicht sehen, an der Jet-Tankstelle vorbei. Wenn ich mir überlege, hier würde vielleicht so eine Kleinwindanlage stehen,
und könnte dann hier den Strom erzeugen, um einen Teil des Wasserstoffs zu erzeugen, den man braucht. Oder einfach Batteriespeicher kontinuierlich nachzuladen, um Elektrofahrzeuge dort direkt laden zu können. Finde ich also eine ganz, ganz hervorragende Sache. Der Preis für so eine Anlage, ich muss mal das hier ein bisschen gerade drücken. Der Preis für so eine Anlage, ja, also jeder von euch, der sich einen Tesla kaufen will und 100.000 Euro auf den Tisch legt dafür, der kann sich auch so eine Anlage kaufen. Ne? Also schlüsselfertig, ungefähr 100.000 Euro mit allem drum und dran, also sprich auch inklusive Fundament und allem, was dazugehört. Die Baugenehmigung ist vereinfacht, weil die Anlage inklusive Rotor nicht höher als 30 Meter ist. Das sind 26,5 oder 26,6 Meter hat die Anlage an Höhe. Die Schallemissionen sind super gering. Und ich glaube, wer wirklich Lust hat an seinem Betrieb oder an seiner Werkstatt, die er irgendwo hat oder wo auch immer, so eine Anlage zu betreiben und einen möglichst kontinuierlichen Stromverbrauch hat, der über 15 kW liegt, der sollte sich das wirklich ernsthaft überlegen, ob er sich nicht doch irgendwo die Möglichkeit findet, so eine Anlage zu bauen. Lässt sich bestimmt auch als Crowdfunding-Projekt irgendwie organisieren und vielleicht können wir ja auch mal in unserer Interessengemeinschaft gucken, ob wir nicht gemeinsam es irgendwo schaffen, so eine Anlage mal in Betrieb zu nehmen. Das spukt mir jetzt so seit so ein paar Minuten irgendwie durch den Kopf. Finde ich klasse. Ja, also ich freue mich jetzt wahnsinnig. Die nächsten ungefähr 30, 40 Kilometer, die ich fahre, sind ja Windkilometer, die wirklich direkt eben an der Windkraftanlage geladen wurden. Ich habe einiges an Prozent doch laden können. Das ist natürlich jetzt auch ein super Gefühl zu wissen, du fährst jetzt wirklich mit direkt geladenem Windstrom, der definitiv nicht aus irgendwie fossilen Energien oder aus nuklearen Energien kommt. Das ist schon ganz, ganz großartig. Also ganz dicker Daumen hoch. Wir wünschen dem ganzen Team natürlich, dass sie ganz, ganz viel Erfolg haben mit ihrer Anlage und dass möglichst schnell möglichst viele solche Anlagen entstehen. Um die Energiewende ein Stück weiterzubringen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei dem Video. Also ich hatte heute wirklich richtig viel Spaß dabei, das zu machen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben, das ist klar. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, ganz, ganz wichtig. Dann drückt auch mal irgendwo hier unter dem Video auf die Glocke. Dann kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn wir wieder mal ein neues Video dazu einstellen. Das soll es gewesen sein. Liebe Grüße an Berlin, an alle, wo immer ihr euch das Video anguckt. Und wenn ihr jetzt vielleicht so wie ich in den nächsten ein, zwei Tagen ab in den Urlaub startet, dann wünsche ich euch eine super gute Erholung, gutes Wetter, eine gute Fahrt oder wie auch immer ihr in den Urlaub kommt, erholt euch gut. Wir sehen uns auch dann irgendwann wieder beim nächsten Video. Ich sage tschüss und einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.